Nun, hier in dem großen Kaufhaus herrscht kurz vor Schluss am dritten Feiertag, also am Sonnabend, 2:10, doch noch allerhand Betrieb. Wahrscheinlich wird eine Menge umgetauscht, aber es wird auch noch das eine oder das andere nachgekauft werden, was man eben doch noch so braucht, denn morgen ist ja schon wieder Sonntag. Herr Schultheiß, wie war das Weihnachtsgeschäft? Das Weihnachtsgeschäft war gut, es war sogar sehr gut. Wir sind wirklich überrascht, wir hatten in den letzten Tagen nicht geglaubt, dass es überhaupt noch so stark werden würde. Aber wir haben es tadellos geschafft. Wir haben uns natürlich ganz absichtlich hier einmal in die Spielwarenabteilung begeben. Wie war denn da das Geschäft? Ich denke, da wird es nun besonders gut gewesen sein. Wenn ich Ihnen das ganz kurz sagen darf, von unseren Flugzeugen, die wir hier hatten, in allen Modellen, ist das das einzige Stück, was noch übergeblieben ist. Und das ist defekt, sonst wäre es auch noch weg. Am Heiligabend hatten wir in Berlin sehr schlechtes Flugwetter. Die einzelnen Fluggesellschaften konnten bis zur Mittagszeit ihre Flüge leider nicht durchführen. Zwei Fluggesellschaften konnten aber ihre planmäßigen Flüge bis im späten Nachmittag durchführen. Eine Fluggesellschaft, um ihre ausgefallenen Flüge nachzuholen, flog bis in die späte Nacht hinein, sodass die einzelnen Fluggäste doch noch zu ihren Bestimmungsorten kommen konnten und nicht hier in Berlin verweilen brauchten. Eine schöne Bescherung war das Weihnachtsfest für Frau Hannemann. Sie liegt hier im städtischen Krankenhaus in Neukölln in der Entbindungsabteilung. Ja, Sie haben Drillinge bekommen, ja. Frau Hannemann. Ja. Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ja, Frau Hannemann, das kann ich Ihnen gut nachfühlen. Herr Dr. John, Sie sind hier der Chefarzt. Ist das nun eigentlich schon öfter vorgekommen, dass Sie hier Drillinge bekommen haben, in Ihrer Station? Meine ich? Ja, es ist seit 1945 zweimal, also diesmal zum dritten Mal passiert. Davon vor 9 Jahren zum ersten Mal. Damals sind alle 3 Kinder gesund gewesen und am Leben geblieben, was wir auch von den Häutchen hoffen, die auch bisher durchaus wohl auf sind und nur zur besseren Betreuung einstweilen in der Kinderklinik übergeben worden. Ja, deswegen sind Sie also nicht hier bei der Mutti, Sie sind nur knapp über 3 Pfund schwer. Nun, Frau Hannemann, da tauchen ja nun allerhand Probleme für Sie auf, ne? Ja. Sie wohnen bis jetzt in einem Einzelzimmer? Ne? Ja, als Untermiete bei meinen Eltern. Was sagt denn Ihr Mann dazu? Na, erst war er schockiert, aber jetzt freut er sich auch. Haben Sie denn schon Namen für die 3 Kleinen? Ja. Wie sollen sie denn heißen? Na, der Junge Andreas und Sabine und Barbara. Also ein Junge und 2 Mädchen. Frau Hannemann, wir haben Ihnen noch Besuch mitgebracht. Herrn Bürgermeister Exner, der Bürgermeister hier von Neukölln, der sich gerne Ihrer Sorgen etwas annehmen möchte. Gratulieren zu Ihrem wirklich schönen Erfolg, den Sie zu Weihnachten hier Ihrer Familie und auch den Templowern und den Kölnern beschert haben. Wenn ich höre, Sie wohnen in Tempelhof, in Mariendorf. Ja. Nun, wir werden versuchen, Ihnen zu helfen. Darf ich Ihnen einstweilen diese rot-weißen Blumen überreichen und Ihnen wirklich von Herzen Glück wünschen und Ihrer Familie. Ihre Mutter war so freundlich, einen Augenblick noch hier zu bleiben. Und das war eine Überraschung. Tja, Sie waren nur auf 7, sind erst bei 7 Monaten. Ja. Und dann 3. Das ist eine schöne Sache.